Moini, da bin ich wieder mit Forbidden West und wir machen jetzt die Hauptquest weiter. Da hinten warten schon Zoe, nee, Zoe und Val auf uns. Oh, hey. Aloy hat ganz viel erlebt in der letzten Hauptquest. Oh, schön, oder? Mit der Musik. Ja, und hat neue Feinde getroffen, wahrscheinlich Menschen, man weiß es nicht, die sie umbringen wollen, die einen weiteren Klon dabei hatten, der übrigens Beta und nicht Petra hieß, also so wie Alpha Beta. Das kann ich nicht akzeptieren. Und sich gewundert haben, warum es einen freilaufenden Klon gibt. Also es gibt vermutlich mehr als eine Aloy. Und die waren vermutlich, aber man weiß es nicht, von der Raumstation. Und waren sehr hoch entwickelt. Und jetzt haben wir ein Gaia-Backup gekriegt, aber das ist nicht vollständig. Und deswegen müssen wir noch Minerva und die anderen Unterfunktionen finden. Und so ist eine Grabessängerin oder Stammessängerin und mit Val jetzt liiert anscheinend oder am Anbändeln auf jeden Fall. Und jetzt machen wir die Hauptquest weiter, in der wir ja in den Berg gehen. Dafür müssen wir erstmal nach Erlaubnis der Utaru fragen, denn dort befindet sich Minerva. Und ja, wir machen weiter. Ihr habt den Rest auch gesehen, also was laber ich hier so lange? Traurig ist übrigens, dass ich hier keine Fotos machen kann. Also im Fotomodus kann ich schon jetzt, ich kann in den Fotomodus gehen, so. Fotomodus. Aber ich kann nicht rein und rauszoomen. Das ärgert mich immer noch. Ich könnte so viele tolle Profilaufnahmen hier von den dreien jetzt machen. Aber nein, das geht nicht. So, okay. Bisschen creepy, wie sie hier davor rumgesprungen ist. Ich bin hier, wie versprochen. Der Gesang. Heißt das, der Chor ist bereit? Er ist versammelt. Ich hätte das nicht geschafft ohne Val. Aber ich weiß nicht, ob das etwas bringen wird. Der Chorus singt in Dissonanzen. Das mit der Höhle ist schon schlimm genug. Landgöttin Fa ist immer noch nicht wieder da. Und mit jedem Tag drängen mehr tödliche Maschinen ins Freie. Greifen die Verteidigung an, die wir um den Eingang herum aufgestellt haben. Aber das ist nur einer von vielen falschen Tönen. Mit deiner Nachfrage hast du viele Spaltungen im Chor selbst sichtbar gemacht. Und im Stamm. Also lässt du die Höhle verteidigen? Nur mit ein paar Holzbarrikaden. Wir haben keine Steinmetze wie die Karja oder die Osseram. Es sind unsere Bogenschützen, die die Maschinen aufhalten. Sie wehren jeden Tag neue Angriffe ab. Hoffentlich halten sie durch. Ich verstehe, dass die Höhle heilig ist, aber wieso zieht es so viel Drama nach sich, wenn ich sie betreten möchte? Das Drama gab es auch davor schon. Viele im Stamm und im Chor wollen, dass wir alles so machen, wie wir es immer gemacht haben. Was oft nichts war. Aber andere wollen Veränderung oder extreme Maßnahmen. Deine Frage hat der Debatte wieder Leben eingehaucht. Klar, Tradition. Damit hatte ich schon mal zu tun. Aber man muss mit jedem Stamm anders umgehen. Wenn du meinst. Welche Maschinen kommen aus der Höhle? Ausbeuter und Jägerkiller. Zäher als alle, gegen die wir bis jetzt gekämpft haben. Bösartige. Mit einem lila, farbenen Schimmer. Kommt mir bekannt vor. Du hast schon gegen solche Maschinen gekämpft? Wenn es die sind, für die ich sie halte, dann ja. In der Höhle könnte es noch ein anderes Problem geben. Noch ein Grund, mir das jetzt anzusehen und eine Lösung zu finden. Du sagtest, du hättest den Chor nicht ohne ihn versammeln können. Was hast du getan? Einige Mitglieder des Chors haben sich geweigert, deine Bitte zu diskutieren. Sie glauben, dass die Höhle allein den Landgöttern gehört. Aber Val sah, dass das, was du mit Reh getan hast, zu unserem Vorteil genutzt werden könnte. Manchmal reicht es nicht, wenn man die Anführer fragt. Andere müssen für dich fragen.
So viele wie möglich. Es hat sich herumgesprochen, wie du Reh beruhigt hast. Vielleicht wurde es auch ein bisschen übertrieben. Das wachsende Interesse hat den Chor unter Druck gesetzt, bis sie sich endlich getroffen haben. Bei den Stammmüttern hat es schon einige Male funktioniert. Ein oder zweimal. Sogar bei meiner eigenen Mutter. Sehr gut. Dann kümmerst du dich um die Diplomatie. Oh nein, ich bin sicher, dass wir dich dafür ab und an noch brauchen werden. Ach, Wahl. Was ist also mit den Landgöttern passiert? Nach der Störung. Sie schwanden. Jahr für Jahr. Sie waren einst friedfertig und jetzt sind sie gegen uns, wenn wir uns nähern. Greifen uns gar an. Sie haben die Erde immer angereichert, doch seit mehreren Jahren verderben sie sie mit Mulch. Die Felder riechen übel. Und die Plage verbreitet sich sogar über unsere Lande hinaus. Wir hatten immer Nahrung für alle. Jetzt können wir kaum noch unsere Kinder ernähren. Sicher Überdüngung. Durch Sporen verbreitet. Ich weiß nicht. Das ist ja noch nicht alles. Jeder Landgott hat die heilige Höhle einmal pro Jahr besucht. Jetzt ist Schluss. Ohne die Erneuerungsriten sind sie verfallen. Wie Reh. Sie sterben. Und mein Stamm mit ihnen. Das hat sie gerade schon gefragt, ne? Nach der Störung. Das war das. Also ist die Höhle heilig, weil Maschinen wie Reh und die, die du Fah nennst, sie besuchen? Ja. Vor der Störung hat jeder Landgott einmal pro Jahr die Felder verlassen und ist zur Höhle gepilgert. Immer in derselben Reihenfolge. Zuerst Do, dann Reh, dann Mi und so weiter. Alle mit Erde von den Feldern besprenkelt. Sie tauchten 2 Tage später wie neu wieder auf. Alle Erde und Zeichen der Verehrung waren weg. Jede Rückkehr wurde mit einem der 8 Heiligen Feste unseres Kalenders gefeiert. Aber die Störung hat den Zyklus verändert. Ja, das dachten wir. Mit der Zeit gaben die Landgötter ihre Pilgerschaft auf, wurden zerbrechlich und wirr. Doch vor 3 Wochen hat Fah die Höhle betreten. Der gesamte Stamm erhob seine Stimme zu einem Lied, betete, dass der Zyklus von neuem beginnen würde. Fah ist nicht wieder aufgetaucht. Maschinen, die uns töten wollen, allerdings schon. Werden die Maschinen in der Höhle gebaut? Wie in einer Brutstätte? Hört sich so an. Aber wie diese Landgötter kommen und gehen. So etwas habe ich noch nie gesehen. Es ist so wunderschön. Das ganze Spiel ist so schön. Also ist der Chor bereit. Was jetzt? Sie diskutieren über deine Bitte. Sollten wir dann nicht mit ihnen reden? Wenn du bereit bist, aber keine Angst. So schnell ist ihre Debatte nicht vorbei. Solche Versammlungen können Tage dauern. Okay. Dann sollte ich vielleicht erst meine Vorräte aufstocken. Wer weiß, wie viele Maschinen in der Höhle sind. Vorausgesetzt, dass der Chor dir Einlass gewährt. Aloy kann in solchen Situationen ziemlich überzeugend sein. Abwarten. Bereite dich vor. Wir warten oben auf dich, wo der Chor versammelt ist. Ach Mensch, Wahl ist auch gleichzeitig mein größter Fan. Das ist richtig schön. Die Musik im Hintergrund ist so toll und es passt so richtig gut in diese Atmosphäre. Und ich finde es so schön, wir haben ja schon erfahren, durch das Verbessern deiner Ausrüstung, ja. Wir haben ja schon erfahren, dass die diese Schüsseln, in denen die Utaru leben hier, also diese Satellitenschüsseln, diese riesigen, dass die auch Do, Re, Mi und so heißen. Und
Irgendwie ist das toll, dass sie es so übernommen haben und dass Musik so wichtig für die hier ist. Ich bin gespannt, wie das bei den Kommenden sein wird. Wenn du die nächste Jagd verbessern willst, lass uns handeln. So, ich würde gerne mal gucken, was sie hier so im Angebot hat. Frostpfeile. Schneidender Jägerbogen. Schmiedefeuer, Stolperfalle. Die kann Feuer und Strom. Das finde ich ganz spannend, weil die ich jetzt habe, die kann nur Strom erzeugen. Das heißt, das kaufe ich mal. Kaufen und ausrüsten, und zwar hierhin. Schock, nicht Strom heißt es. So, und da weiß ich gar nicht. Ich habe erst gerade einen neuen Jägerbogen gekauft. Der ist schon echt ein bisschen besser, aber nicht sehr viel besser. Ein bisschen besser. Gut. Welche Maschine könnte dir jetzt noch standhalten? Das frage ich mich auch. Hast du auch zur Bogenübung gerufen? Haben Sie wirklich Angst, dass wir angegriffen werden? Ups, ich hab die richtig angeschubst, hab ich das gesehen? Ich würde sie gerne nochmal machen, das war witzig. So, und dann gucken wir nochmal ganz kurz nach der Rüstung. Der hatte nämlich auch einiges an schicken Rüstungen. Utaro Ernte. Ah, die kann leider nicht so viel. Ah, die sieht auch richtig cool aus. Aber die ich jetzt anhabe, die ist schon echt die beste. Bis jetzt. Ich hätte richtig gerne die Rüstung. Ich mache einfach weiter. Nervös? Sie singen einfach weiter. Das heißt, der Chor tagt immer noch? Die Menschen singen, um den Chor zu beruhigen und ihnen weiterzuhelfen. Wären sie im Einklang, wäre das nicht nötig. Ich muss doch nicht zurücksingen, oder? Natürlich nicht. Sie hören auf zu singen, wenn wir uns vorstellen. Bereit? Okay, gehen wir zu Ihnen. Rede. Eure heilige Höhle. Darin ist etwas, das ich brauche. Wenn ich es habe, werde ich... Und der Nora haben uns von dir und deinem Anliegen erzählt. Wir wissen nichts von einem Geist in der Höhle. Nur von Fa, unserer Landgöttin, die dort hineinging und nicht wieder zurückkam. Die Macht der Landgötter ist gebrochen. Wir sind geschwächt. Geistererzählungen helfen uns nicht. Nichts wird helfen. Wir werden schwächer. Wir sterben. Und werden fruchtbarer Boden für neues Leben. Das ist die natürliche Ordnung. Ja. Moment. Ihr wollt einfach herumsitzen? Bis ihr alle zu Wurmfutter werdet? Ernsthaft? Sagt die Fremde. Die unseren Glauben nicht kennt. Was weiß sie? Das ist unverschämt. Bitte! Vergesst nicht, wie sie Refrieden brachte. Hör ihr zu! Du hast schon mal so unbesonnen gehandelt, Zoe. Wir sollten nicht vergessen, dass du den Krieg gegen die Kaja angefacht hast. Immerhin will sie helfen. Wie? Indem sie dazu einlädt, mit unseren Traditionen zu brechen? Sollen wir uns den Wünschen jeder unverschämten Fremden anpassen, die nach Rheinklang kommt? Nein. Ihr solltet euch anpassen, weil eure eigenen Lande euch umbringen. Sie hat recht.
Wir waren dabei und haben gesehen, wie die Landgötter sterben. Und das sollen wir bei unseren Nachbarn auch machen. Und unseren Kindern. Und diese eine Fremde kann uns retten. Was für ein Unsinn. Ein einziges Saatkorn ist im unendlichen Kreislauf von Wachstum und Tod bedeutungslos. Ein Alarm. Er kommt aus den Bergen. Was ist passiert? Kommt das von der Absperrung? Es ist ein Alarm! Na, werden sie jetzt gezwungen, mich reinzulassen? Maschinen durchbrachen die Absperrung. Dann sollten wir helfen. Was ist mit dem Chor? Wenn die Absperrung gefallen ist, hält uns nichts davon ab, in die Höhle zu gehen. Praktisch. Die Zeit für Erlaubnis ist vorbei. Dann mal los. Kommt sie mit? Kann sie auch kämpfen? Hier lang. Durch okay. Das Tor und rum. Auf den Feldern wird gekämpft. Sollen wir helfen oder eher nicht so? Das sind keine normalen Maschinen. Ich habe solche schon mal gesehen. Die müssen von der Absperrung kommen. Die anderen verteidigen den Stamm. Nee, wir müssen weiter. Wir müssen weiter. Hupsa. Hui, die ist aber derbe. Schlag die Maschine! Wir haben sie betäubt. Ich hab sie betäubt. Endlich mal mit einer Falle. Die geholfen hatte. Die ist auch durch hinüber. Wir müssen weiter. Ich würde gerne. Halten die anderen durch? Wir wurden entdeckt. Lebst du noch, Nora? Jetzt tut sie mich. Okay. Verteidige Einklang! Dann mal los! Spitzengräber. Überall sind Maschinen. So. Schwachstellen zu treffen bringt wirklich was. So, aber wir müssen einfach weiter, oder? Glaubst du wirklich, wir können noch irgendetwas ausrichten? Wenn ich recht habe. Ja. Wow, ich glaube, ich sterbe gerade. Nee. Lass die Maschine nicht durch! Die Absperrung ist gefallen! Ein Schaden. Wow. Was ist mit dem hier? Ausweichen, ausweichen! Okay, dann, Ich habe das Gefühl, eigentlich muss ich nur dran vorbeirennen. Ich bin direkt neben dir. Aber es sind gerade auch so viele neue Maschinen. Zeit zu kämpfen. Hier rein, Klang. Aua. Dann handeln. Lass die Maschine nicht. Da ist Ruhe. Die brauche ich immer. Ausweichen, ausweichen! Also, die können hier ja gar nichts. Das ist nur ein Gräber. Oh, da, die da. Für die Urmutter! Die gehört dir! Wir werden siegen! Ich bin direkt neben dir! Die Absperrung ist gefallen!
Alles okay? Verteidigt Reinklang! Ruhe einsammeln. Oh, ich wollte da nicht reinlaufen, ich wollte es ein. Ja, das. Ich stelle mich gerade nicht so gut an. Aber ich glaube, wir müssen nicht helfen. Ich glaube, wir müssen nur vorbei. Das ist ja ein autonomes Volk hier. Die schaffen das schon alleine. Die brauchen mich nicht. Mehr Maschinen! Sieh dir die Flammen an! Diese Maschinen sind stärker, tödlicher als normal. In dieser Höhle steckt mehr als Minerva und ein vermisster Schwachstelle Landgott. Getroffen! Lass die Maschine nicht durch! Ein Schock schwächt sie! Ein Schock schwächt sie. Kann ich das abbrechen? Ja. Komm schon, komm schon! Getan, was wir konnten. Das war eine Kombo. Wir müssen weiter. Durch R2 irgendwas Gegner, während der Speer Endmagnete energetisiert ist. Willst du das aussitzen? Nee, ich wollte ein bisschen helfen. Ich fühle mich total doof, dich hier einfach so allein zu lassen. Du verfügst über ungenutzte Waffen, Outfit-Modifikationen, stelle Upgrades. Ja, ich stelle jetzt keine Upgrades hierher. Dürfen wir doch ein bisschen helfen? Oh. Wir müssen sie niedermachen! Ja! Ein schöner Treffer! Oh, das war er. Oh, das war okay. Ja. Ich geh mal näher ran. Ich hau mal drauf. Wow, was? Woher? Wir müssen zur Absperrung. Ein bisschen looten darf ich jetzt aber, oder? So. Eieiei, wie lange nehme ich schon auf? 22 Minuten, geht klar. Viel besser. Gibt's hier keine Bärchen für mich? Wartet. Der sieht aus, als würde er uns gefährlich werden. Oh, ich will ihn einmal scannen. Krallenschreiter, okay. Das war gut. Ein Schock schwächt sie. Ein Schock schwächt sie, okay. Dann komm mal hier hin. Los! Auf in den Kampf! Angreifen willst du also? Kannst du nicht um die Falle drum herum gehen? Ich hab die so süß hier platziert. Hier, bitte. Ui. Ellie, genau, lauf rein. Super. Schnell, solange sie gelähmt ist. Auf, erledige sie! Hab ich Krallenschreiter. Der hier, kann ich den auch looten? Taro-Waches durchsuchen. Oh, das wollte ich nicht. Ja, schon ein bisschen, aber wie auch nicht. Warum gibt es hier keine Bärchen, die ich sammeln kann auf dem Weg? Weiß man nicht genau. Verwüster. 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 So. Oh, der hatte nur Scherben. Dieser Pfad ist der Weg zu den Landgöttern. Er führt uns zur Absperrung. Und warum wachsen hier keine heilenden Beeren? Hier wachsen so viele Pflanzen, weil hier schon so viele Utaro gestorben sind, oder? Mehr generell, Maschinen! Die haben doch immer wir können diese... sie erledigen, Aloy. Wir folgen dir. Hier, machen wir mal. Dieses zu umreißen.
Das ist ziemlich cool. Oh, ich sehe gerade hier so das Bärchen. Ist mein Schockangriff was? Ich nehme die. Also der du ist bist so fertig, das. Hier ist ein Bärchen. Vernichten wir die Maschine. So, jetzt muss ich mal einen kleinen Schritt machen. Munition für dich. Natürlich macht sie das wieder nicht. Oh, ist kaputt gegangen. Ist das ärgerlich. Hier und hier. Oh, nein, 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 nein. Geht es dir gut? Ja. Das ist meine. Oh, wisst ihr was? Mutstoß. Das wird da nicht halten. Ach so, ja, nee. Das ist auf gar keinen Fall. So. Lass sie dich da reinkommen. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Jetzt habe ich den anderen getroffen stattdessen. Ich bin bereit für dich. Jetzt mit einem Schockangriff. Oh, ja. Ich brauche irgendwie auch mal... Die schaffen uns nicht. So Schockmunition, also... kritischer Treffer. Wir müssen einfach kämpfen. Meinen Mutstoß habe ich jetzt irgendwie verbraucht. War nicht so schlau. Warum sagt sie denn immer, dass sie Munition für mich hat? Sagt sie mir an, wenn ich wenig Munition habe? Mist. Das ist die letzte Chance zur Flucht. Nee, wir fliehen nicht. Wir machen die platt hier. Aloy, der braucht meine Hilfe. Die nervt mich wirklich. Bringt ein jetzt hau ich einfach nur noch wahllos durch die Gegend. Hey Leute, geh in Deckung! Hier ist Munition! Ich hab die im Warum haben die denn Munition für mich die ganze Zeit? Gut. Nee, was ist das denn? Okay, ich muss die nochmal scannen hier ein bisschen. Stell so. Dich! Ich höre nicht auf! Mehr. Ich bin hier, Aloy. Aufs Gesicht. Von rechts kommt einer. Das hat richtig reingehauen. Ja, bei mir auch. Aua. Wie der einfach schneller schlägt als ich. Das ist frech, 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 frech. Ein Treffer hier. Ein. Hey, der Witzka. Du bist erledigt. Das ist es irgendwie nicht. So, vergiftet. Da. Vergiftet. Jetzt mit einem Schockangriff. Wer ist mit Sterben? So. Da wollte ich gerade einen kritischen Treffer draufsetzen. Schade. Oh, ich bin gestorben. Wahl trauert. Nein, das kann nicht sein. Oh mein Gott. Das war aber derbe. Und nun? Haben wir 28 Minuten verbracht. Überall sind Maschinen. Und überall sind Maschinen. Ich speichere hier kurz, beziehungsweise ich mache in der nächsten Runde weiter. Das ist dann doch ein ganz guter Punkt, um kurz hier inne zu halten. Wir sehen uns gleich bei dem nächsten großen Kampf. Mitten in der Hauptquest. Bis gleich. Ciao.